Moin meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Wir sind gerade auf dem Weg nach Genf, denn da ist momentan der Autosalon und wir werden uns einfach mal anschauen, was es dort momentan für Highlights gibt und was uns auch im Jahr 2017 so erwarten wird. Wir sind hier auch gerade unterwegs in einer dicken Kolonne. Vor uns fährt der Felix, hinter uns der Albrecht und hier hinter der Kamera ist der Philipp. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, was auf uns warten wird und falls ihr euch wundert, wir fahren hier gerade im A5, der wurde von Audi zur Verfügung gestellt für diese Fahrt und das ist ziemlich cool, denn ihr wisst, ich bin momentan Fahrradfahrer, von daher ist das jetzt eine schöne Abwechslung. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was in Genf so auf uns wartet und ihr seid definitiv dabei. Angekommen in Genf haben uns natürlich erstmal die Supercars erwartet. Von Lamborghini über Bugatti bis Pagani war wirklich alles am Start. Aber heute soll es gar nicht um diese Supercars gehen, die sich von uns wahrscheinlich eh niemals irgendjemand kaufen wird. Von daher gehen wir doch jetzt mal über zu den etwas realistischeren Autos. Honda zum Beispiel beginnt einen neuen Anlauf in der Kompaktklasse und bringt im ewigen Ringen mit dem VW Golf den nächsten Civic ins Rennen. Mehr denn je als Weltmodell ausgelegt, was halt jedem gefallen soll, kommt die 10. Generation mit einem echt frischen Design daher. Der Civic will vor allem mit der Ausstattung punkten, denn wo man bei der Konkurrenz bereits für den Totwinkelwarner extra bezahlen muss, fährt bei Honda immer ein ganzes Heer an Assistenten mit. Auch bei den Motoren wird nicht gegeizt und so kommt das 1,0 Liter Basistriebwerk bereits auf 129 PS und bis zu 200 Newtonmeter. Wirklich sparsam ist das zwar nicht, aber dennoch ist der neue Honda Civic gerade preis-leistungstechnisch eine sehr interessante Wahl. Aus 2 mach 1. Nachdem der Passat CC und der Phaeton aus dem VW-Modellprogramm verschwunden sind, präsentiert Volkswagen in Genf mit dem Arteon ein neues Topmodell. Der 4,86 Meter lange Fünftürer mit großer Heckklappe und coupéartiger Dachlinie soll im Sommer 2017 auf den Markt kommen. Zudem bietet das neue VW-Modell ein kraftvolles Design mit muskulös gezeichneten Kotflügeln und üppigen Radläufen, die bis zu 20 Zoll große Räder aufnehmen können. Nach dem Scheitern des Phaetons könnte der Arteon für VW das erfolgreiche Einstiegsticket zur Oberklasse sein. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Weiter geht es mit dem neuen Skoda Kodiaq. Mit diesem will Skoda sein Portfolio im beliebten Bereich der SUVs weiter ausbauen. Der Kodiaq ist dabei ein wahres Raumwunder und kann somit locker mit einem Kleinbus konkurrieren. Viel Beinfreiheit, eine gute Verarbeitung und ein moderater Preis machen das SUV von Skoda aus. Obwohl das Design meiner Meinung nach eher gewöhnlich ist, bin ich mir sicher, dass wir den Kodiaq in Zukunft noch ziemlich häufig auf Deutschlands Straßen sehen werden. Ein SUV ohne Panzerdimensionen? Audi zeigt, wie es gemacht wird. Der Q2 bietet ein wirklich cooles Design mit Offroad-Anmutung und schafft es dabei trotzdem in stadttauglichen Größenverhältnissen zu bleiben. Darüber hinaus überzeugt der Q2 durch eine enorm gute Verarbeitung sowie vielen Ausstattungsoptionen. Auch der Benzinverbrauch hält sich in Grenzen und somit bildet der Q2 zusammen mit guten Motorisierungsoptionen ein stimmiges Gesamtpaket, für welches man allerdings auch deutlich tiefer in die Taschen greifen muss. Eines der weltweit wohl am meisten verkauften Autos ist der Toyota Yaris. Daher ist hier das neue Modell auch besonders spannend. Gerade der optionale Hybridmotor zeichnet den Toyota aus. Dieser wurde neu abgestimmt und belohnt bei ruhiger Fahrweise mit einem Verbrauch von lediglich 3,6 Litern auf 100 Kilometern.
Der A5 wurde bei Audi ebenfalls überarbeitet, auch wenn dieser nun etwas aggressiver designt wurde, unterscheidet sich das Exterieur im Großen und Ganzen nicht signifikant vom Vorgänger. Was sich aber ziemlich abhebt, ist die Innenausstattung. Es gibt wenige Autos, selbst im absoluten Luxusbereich, die es schaffen, ein solch modernes Interieur zu verbauen. Audi gibt sich auch beim Infotainment-System größte Mühe und verbaut Funktionen wie Audi Connect, welches bei der Parkplatzsuche, der Tankstellenwahl oder den aktuellen Wetterdaten unterstützt. Darüber hinaus rundet Audi mit dem Head-Up-Display, Android Auto und dem virtuellen Cockpit sein absolut innovatives Infotainment-System ab und hat mich somit schwer begeistert. Im frischen Design kommt auch der Seat Ibiza daher. Breitere Ausmaße und aggressivere Scheinwerfer lassen den neuen Ibiza sportlicher wirken. Darüber hinaus gibt es viele neue Ausstattungsoptionen, wie zum Beispiel sofort erhältliche LED-Scheinwerfer oder das ab 2018 erhältliche Digital Cockpit. Generell wirkt der Ibiza nun erwachsener und nähert sich somit weiter dem Seat Leon an. Mit neuem Namen kommt der Nachfolger des Opel Merivas daher. Der Crossland X soll Mitte des Jahres zum Kampfpreis von 16.850 Euro auf den Markt kommen. Dabei hat sich wirklich einiges getan. Neues Design, neues Infotainment-System, Wi-Fi-Router und sogar ein optionales Head-Up-Display. Ich bin gespannt, wie sich dieser kompakte SUV mit dem meiner Meinung nach eher fragwürdigen Design schlagen wird. Kompakte SUVs sind dieses Jahr voll im Trend. Somit lässt sich auch Toyota nicht lumpen und hat den CHR im Angebot. Dieser kommt ebenfalls in einem sehr modernen Design aus vielen unruhigen Linien daher. Konventionell bleibt Toyota mit einem weniger extravaganten Innenraum und dem altbekannten optionalen Hybridmotor, welcher einen Verbrauch von etwa 4 Litern auf 100 Kilometern hat. Der Fiesta wird wieder sportlicher. Ähnlich wie beim Seat Ibiza setzt auch Ford beim Facelift des Fiestas auf ein schwungvolles und modernes Design. Nicht nur das Design ist neu, Ford verspricht höhere Qualität, mehr Ausstattung und bessere Konnektivität und versucht somit den Fiesta stärker vom K-Plus abzugrenzen, welcher sich seinem großen Bruder schon ziemlich angenähert hatte. Wie du schon siehst, ist dieses Jahr in der Autobranche wirklich sehr viel los. Von daher würde es mich mal interessieren, was denn dein Highlight ist. Schreib es mir doch gerne in die Kommentare hinein. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonniere ihn doch gerne. Denn dann sehen wir uns auch schon direkt beim nächsten Mal wieder. Zum Beispiel hier in diesem Video neben mir. Das war die letzte Ausgabe der besten Apps der Woche. Klick dich da gerne mal rein. Und dann sehen wir uns ja vielleicht auch dort wieder. Von daher würde ich sagen, bis dahin viel Spaß und tschüss.